Willkommen zurück zu Rakuen. Wir suchen immer noch nach dem Passwort und ich habe jetzt nicht die Lösung mehr rausgesucht. Ich habe mir nur einen Hinweis bekommen und zwar soll an dieser Wand bei dem Buchstaben etwas auffällig sein. Wir sollen dann nochmal gucken. Ich habe beim letzten Mal festgestellt, dass hier einige Bücher mit Buchstaben groß geschrieben sind, einige klein. Und ich glaube, ich hatte beim Elspar eh schon irgendwie Please im Hinterkopf und anscheinend sind das einfach nur vertauschte Buchstaben. Es gibt irgendwie auch fürs Gehirn, wenn der erste und der letzte Buchstabe vom Wort richtig sind und die anderen sind einfach, die Buchstaben sind einfach vertauscht, dann kann das Gehirn trotzdem lesen. Das erste könnte Please. Please. Meet. Ich denke mal, Meet wird so geblieben sein. Me. On. Oder On vielleicht No, aber Please meet me on. Uff. Ja. March. March wäre sinnvoll. Weil wir suchen ein Datum. March, ja. Das letzte ist dann wahrscheinlich Even in Belgrade. Eleven. Ja. Aber wenn man einmal diesen Tipp hat, dass man die Buchstaben tauschen soll, weiß ich gar nicht, warum ich das eigentlich nicht gesehen. Please meet me on March 11th. Das wäre ja eigentlich dann der 11.3. Vielleicht ist das ja das Passwort. Ansonsten... Also March 11th, ja. 11.3. Ist das nicht? Probieren wir nochmal Datum zuerst. Also 3.11. Ansonsten weiß ich schon wieder nicht, was wie weitergehen soll. Ah, okay, jetzt können wir so. First message. Gemma, where are you? We've been trying to get in touch with you all week. Haven't you been watching the news? I think you should come home. Just to be safe. Anyways, please call me back. I'm really worried about you. Second message. Gemma, have you lost your mind? Please, I know what you're doing and I understand, but it's not safe to go there right now. But you know this. Okay, nicht, oh je, wer weiß, was jetzt der Grund sein wird, warum sie im Koma liegt. Call me back, please, okay? Third message. Please bring Gemma to the hyperbaric oxygen therapy room this morning and we can get started with the first session. Das ist ja der Raum, der noch verschlossen ist. The monoplace chamber has an air mass that will need to be set to 21%. This is a very important step in preventing oxygen toxicity. Toxicity. Okay, die haben sie wahrscheinlich vergiftet oder irgendwas. Ist fehl ob. Monoplace chamber. Dr. Yoshida and the team will be there to facilitate. Okay. 21%. Kann ich hier nochmal abhören? The monoplace chamber. Okay. Können wir da jetzt schon hin oder brauchen wir noch einen Schlüssel? Jetzt ist auf einmal offen, das ist ja ein Zufall. Gemma, where are you? We are running out of time. My home is und jetzt we're running out of time. Control Panel. Hier stellen wir mal noch nicht ein. Wo wir uns hier nicht umgesehen haben. Das scheint danach nicht mehr weiterzugehen. Don't pull the third lever or we'll all be underwater. Ich habe beim letzten Mal das Wasser ja ausgeschalten. Jetzt machen wir es mal zu 21%. Monoplace Chamber Airbrake Mask. Oxygen levels now set to 21%. Can go. And we are back. Gemma, I'm so glad to see you. Ugh, what a weird week it's been. I can't help but feel uncomfortable with all these canker walking around. They've been here for 3 days when you are gonna leave. Oh, I don't really mind. It's fun when the Kenko come to trade with us, don't you think? Yeah, I suppose. But still, you've heard about what the Kenko are like. They're no good. I'll be happy when they're gone. Ah, jetzt steuere ich Gemma. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. I don't trust the Kenko, I wish they'd just leave already. Aus Beginn der Sturm oder nach dem Sturmwetter?
They can't go, don't belong here. I don't care what kind of good they bring us across from the great river. It's of no use to me. The Kenko don't belong here. Oh, hey Gemma. How have you been? Attending ein kleiner Sterbenskrieg oder sowas? Man, I love being able to trade with the Kenko, but they're always a part of me that can't wait until they leave our lands. Vorlesekünste lesen, die lassen jetzt in der dritten Folge am Stück auch schon wieder nach. Ich wäre alt. Good morning, dear. How are you this fine morning? Good, thank you. I just stopped by to see what the Kenko traders brought this time. Yes. Well, please be careful, Gemma. The Kenko labels may look like us, but inside they're very different. They aren't to be trusted. Of course, Elder. Sie automatisch. Would you believe that it took 500 Sela berries to dye the cloth? I helped my mom dye it, and my hands were purple for weeks. Ha ha ha. Oh. Are you okay? Do you need help with anything? Oh, I'm sorry. Ich mach mal mein Licht wieder an. I'm not supposed to. Not supposed to talk to strangers. I understand. Well, my name is Winston. I'm Gemma. No, we are not strangers anymore. Hey, do you like flowers? Oh, I love them. I have a garden at home I tend to every day. Now that we are not strangers anymore, I have a gift for you. Come with me. Free to move. Can't take anything here, so I think I should go to the tent. Now I'm the boy again. Take a closer look what we see here. Take the right side of the stairs so we don't fall down. So, nächste Schieberätsel. Gleich. Would you like to jump down? No? Erstmal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Kann ich wissen, wo das noch hinführt? Zeitlimit, das ist doch nicht schön. Zeitlimit, da kriege ich immer einen extrem hohen Puls. Los. Mein Puls wieder normal. Jetzt mal speichern. Eine Kiste. Gate Key. Halleluja. Dort scheint das Gate zu sein. Use the Gate Key to open the door. Diese Türen sind irgendwie immer Dimensionstüren oder Weltentüren. Gemma, you made it. I was so worried about you. Seine Stimme hat sich auch dreimal verändert. I've been waiting all spring to share this with you. Come this way. They shouldn't be able to see us from here. Oh, how romantic. Have you ever heard of the Hikaribana? No, I haven't. Hikaribana is the name of the Kanko tribe's most important festival. It's named after a very special flower that grows every spring. Look down by the riverbank. Do you see those big flowers? Winston, they're so beautiful. And they're glowing.
Every year the kangaroo flies lay their eggs inside those flowers. Come spring, the eggs hatch and the lunar flies feed off of the nectar inside. But until they learn how to fly, the lunar flies are weak and vulnerable. So it's the lunar flies that makes the flowers glow? Yes, but the really special part is about to begin. The lunar flies and the Hikaribana are actually very good friends, you know. What do you mean? In return for food and shelter, the lunar flies help the Hikaribana before they fly away. As they practice learning how to fly, they literally lift the flower up with them. You're lying! No, no, it's really true. As the flowers float through the air, the lunar flies' fluttering wings help spread the flowers' pollen across the land. Gemma, look. I've never seen anything like this in all my life. It's so beautiful. Thank you, Winston. I'm so glad you could finally see it. Hey, is there someone over there? Oh, they heard us. Quick, follow me. Can't go that way, it's too dangerous. Denn es sind auch zwei verfeindete Völker, die Liebes und die Kenko, aber anscheinend ist wie Romeo und Julia vielleicht, so ein bisschen. Eine Liebesgeschichte, auch wenn sie vielleicht nicht erlaubt ist. Wenn wir wieder. Müssen wir wieder vom Wasser weglaufen, wie ich das liebe. Müssen wir nicht. Das scheint wohl zu fließen. Open the locker. A stack of newspapers clipping, page 1. 12th March. Police had confirmed 1,480 people missing across the affected areas. It is feared that the final death count could rise sharply once a full picture of the catastrophe emerges. Hier muss irgendwas passiert sein, auch was Gemma mit diesem Oxygen-Tank da lag. Die müssen irgendwas versucht haben, vielleicht, und dadurch sind sie wahrscheinlich ins Koma gefallen. A stack of newspapers. The NSA said the number of people exposed to radiation was expected to rise. Workers in protective clothing scanned people arriving at evacuation centers for radioactive exposure. 15th March. It only took a few minutes for the 30th wave to wash the town away with terrifying force. Was ist hier passiert? Fill the sink with water. Fill the bucket with water, natürlich. Looks like someone's letter. Read it, yes. Hi, Mom and Dad, how are you? I'm really enjoying studying abroad here in Japan. The people are nice. I'm getting good grades. I sure miss the Korean food, though. Did you know that at Korean restaurants here they make you buy the appetizers? Even the kimchi. Isn't that weird? Oh, and I met a girl. I really like her a lot. I'm sure you will, too. Anyways, I'd better get going. Take care. I love you both. Winston. Winston ist also der Koreaner und Gemma ist wahrscheinlich die Japanerin. Und dann gibt's, ich weiß nicht, ob es zwischen Koreaner und Japaner auch so eine kleine kulturelle Differenzen gibt, wie hier zwischen den Liebels und den Kenko. Das sind ja alles irgendwie dieselben Geschichten, nur in anderen Welten. Water the plant? Yes. Looks like the plant is still thirsty. Wir danach herausklettern auf dieser Pflanze. Climb up, yes. A large toy beer with two heart-shaped pink get well balloons. Zurück wieder in die Welt der Liebels wahrscheinlich. Thank you.
Hikari Begana. Läuft automatisch. Winston, your mother and I have noticed that, well, you've been spending a lot of time with that Ibo girl, Gemma. Yes, I really enjoy spending time with her. I feel like we have a bond. I've never felt that before. Well, we're happy that you found a good friend. But Winston, she is a friend, am I right? What do you mean? Winston, we are open-minded legals. We know that trading with the Ibo tribe has many benefits. I bought some very nice artwork from the Ifon and Ibo woman. Why are you telling me this? Winston, you're young. There are a lot of things in this world that you don't understand. I'm old enough to know that I love her. Have you lost your mind? No. I've never been more sure of anything in all my life. Do you even remember what the Ibo did to us? To our people? What they show you? And how they are inside are completely different. You may think you can trust them, but you can't. Dear, he needs to hear this. It's for his own good. No. What did you say? Gemma is not like that. That's not how she is. You leave me no choice. You are no longer allowed to see Gemma, not as friends, not as anything. Tür, aber ich probier's nochmal nach oben zu gehen, wird bestimmt nicht erlaubt sein. I can't let them see me. Also wirklich eine Art Stammesauseinandersetzung. Patient log. Gemma will have to be transferred, as we cannot provide necessary treatment for her as a facility. Ich weiß nicht, ob das damals zwischen Japanern und Koreanern auch so war, oder ob es immer noch so ist. They hate me. Did he really come for me? I'm so alone and I'm so afraid. My home is afraid. An empty bucket. Twenties March. I hope the help will arrive soon. My staff has been working 24 hours shift just to keep moving things. Without electricity and with our medical supplies dwindling, I fear the most. But I will not give up hope. Jetzt ist gerade was passiert? Ach, die dürfen mich anscheinend nicht erwischen. Na, Halleluja. Hat er mich doch mal erwischt, die Sau. Das machen wir jetzt aber noch, weil sonst, wenn ich in der nächsten Aufnahmesession damit anfangen muss, da habe ich bestimmt keine Lust mehr. Die haben mich denn gesehen. Ah, stimmt, ich darf ich. Ja, ohne die Mutter bin ich ja gegen die Envoys ziemlich hilflos. Urgent. Flooding has caused extensive damage to the basement and first floors. Don't be a casualty of structural instability. Watch out. Das wäre wahrscheinlich auch passiert, wenn ich von meinem Wasser abgesoffen wäre. Ich weiß nicht, wo der erste von denen herkommt. Ach, die machen es mir immer leichter, okay. Für die ganz Unfähigen. Haben sie gleich mal den ersten, der von einen wahrscheinlich direkt gejagt hat, gleich mal rausgelassen. Was mache ich denn hier? Wieso dreht er sich auf einmal um? Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich noch weniger da. Oder jeder, der mich mal erwischt hat, ist weg, ja. Wenn die mich gesehen haben. Spiel auf Fest. Unmarked blood samples. A microscope of a cracked lens.
sign. To open this door, you must turn on both of the door's light bulbs. There are two light bulbs near the door. The red one is light bulb is red, so left is green. Right is red, left is green. Moment. Rechts rot, links grün. Yes. The weather journal lays by itself on the lower locker shelf. Read it, yes. 20 March. Our small generators are pumping water out of the basement at a rate of about a centimeter an hour. We can compensate for some of our losses by improvising. Unfortunately, we've still lost 11 patients this week to the harsh conditions. No. Wir klettern aber beim nächsten Mal runter, dann gucken wir, ob wir diese Lightbulbs finden, was uns sonst noch so erwartet. Sehr, sehr creepy und ein kleines Rätsel, was ich schon ein paar Mal versagt habe, was immer leichter wird, deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.